Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Klarheitsvideo. Ihr kennt mich ja, ich mache gerne klare Videos und weise auf Aufgaben hin, die auf diesem Seelenpartner-Entwicklungsweg lauern. Sag ich mal so, sie lauern da und warten darauf, dich zu überfallen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du auf einmal spürst, etwas ist anders. Ich sehe die Dinge anders. Ich spüre auf einmal, etwas läuft nicht so wie sonst. Dabei läuft alles so wie sonst. Nur dein Denker hat eine andere Sichtweise entwickelt. Hat dich sozusagen ein wenig einen Blick hinter das, was sonst so im Verborgenen läuft, erhaschen lassen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, denn dein Verstand ist, wie ich schon oft sagte, dein größter Herausforderer, nicht die Dualseele oder der Seelenpartner. Na, das sieht nur so aus. Der eigentliche Widersacher und Herausforderer und Verhinderer und Verzögerer auf dem Weg ist tatsächlich dein eigener Denker da oben im hübschen Köpfchen. Den gilt es zu erkennen und das gilt es zu verändern. Alles andere folgt danach. So, allerdings zuerst will ich auch mal eine Lanze für den Verstand hier brechen. Er meint es nicht böse, nein. Es ist einfach so, es ist Biologie. Ganz vieles von dem, was wir tagtäglich erleben, wird einfach rigoros ausgeblendet. Weil wenn du alles, was dein Auge sieht, was du hörst, was du fühlst, was du empfängst, diese vielen, vielen, keine Ahnung, Millionen Impulse jeden Tag, wenn das alles auf dem Schirm wäre, würdest du alles erkennen, würdest du ja am Rad drehen, würdest du ja durchdrehen, würdest du ja umkippen. Und deswegen passiert das nicht. Also erstmal sehr gut, dass es so ist. Und eine zweite Sache, die hinzukommt, ist die, dass wenn du diesem Menschen, deiner Dualseele, deinem Seelenpartner begegnet bist, dass natürlich da auch erst einmal viele Hormone im Spiel sind, die dann auch doch so eine schöne rosarote Decke um dein Denken, dein Sehen und Fühlen herum, ja, deckt. Du wirst eingewickelt von diesem guten Gefühl, was du fühlst, von dieser guten Verbindung, von dieser innigen Seelenpartnerschaft, von diesem Einssein, Dasein, im Jetztsein, dich verstanden fühlen. Ist ja Logo, gell? Und dann siehst du auch nicht klar. Da hast du eine Brille auf, die alles gewissermaßen unter diesem Hormonen einfärbt und schön zeichnet, weich zeichnet. Das kannst du relativ lange aufrechthalten. Aber irgendwann auf diesem Weg wird ein Zeitpunkt kommen und da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wann der bei dir kommt, also zu welchem Zeitpunkt er bei dir kommt, dieser Zeitpunkt. Aber er wird kommen bei jeder Liebesbeziehung, Partnerschaft. Auch wenn es nicht Dualseele ist, kommt dieser Zeitpunkt, wo du aufgrund dessen, dass der Hormoncocktail nachgelassen hat und dein Verstand auf einmal dir klarer etwas zeigen kann und du auch bereit bist, hinzuschauen. Denn das kennst du wahrscheinlich, das Phänomen, habe ich ganz oft erlebt. Ich laufe irgendwie Tag aus, Tag ein, diesen Weg und auf einmal sehe ich da etwas, wo ich denke, sag bloß, ist das immer schon so gewesen? War dieser Baum immer schon da? Die Laterne oder ist es, was ich da sehe? Beim Autofahren auch. Jahrelang fahre ich einen Weg und auf einmal denke ich, weiß auch nicht, irgendwie sieht es anders aus. Allerdings, das war immer schon da. Mein Verstand hat es einfach nur ausgeblendet, weil es für mein Erfahrungsschatz nicht wichtig war. Und genau das Gleiche passiert eben in dieser Dualseelenbegegnung. Es war zu dem Zeitpunkt nicht wichtig, dass du das erkennst, was du allerdings jetzt präsentiert bekommen hast und was dich wahrscheinlich was erstaunt. Und ich höre es ganz oft in den Gesprächen, ein entsetzender Anruf, Helga, ich brauche einen Notfalltelefonat. Da sage ich, ja schnell, machen wir eins. Und dann höre ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Dualseele hat mich so verletzt. Ich bin so traurig, ich bin so entsetzt. War er denn immer schon so gewesen, Helga? Kann das sein, dass ich mich so getäuscht habe? Und ich sage dann, entspann dich bitte, es ist nichts anders wie vor dieser Erkenntnis,
Alles ist noch genauso. Eure Verbindung ist noch genau dieselbe. Ihr habt die gleichen Erfahrungen gemacht. Es hat sich nichts verändert. Allerdings eines hat sich schon verändert. Dein Denker hat dich auf etwas hingewiesen, was immer schon war. Du allerdings bis dato nicht bereit warst, das anzuschauen. Mehr ist nicht passiert. Ja, es klingt zwar logo, es klingt auch einfach und ich weiß genau, von was ich rede, denn es ging mir ja genauso. Ich wache auf, fühle was, ein Anruf, er sagt was und ich bin so enttäuscht, ich bin so fertig, ich bin so wütend, ich bin so unten, ich bin nicht mehr aus, also ich bin unterm Teppich, man sieht mich gar nicht mehr. Habe ich mich auch gefragt, sag mal, Helga, hast du das nicht erkannt? Und dann setzte ein Prozess ein. Natürlich war das nicht das erste Mal, dass meine Dualseele genau so reagiert hatte. Nee, ich habe mich erinnert, na, da war's. Ja, und da war's auch schon. Ach ja, und da war's auch schon. Ach so, und da auch und da auch. Und je länger ich da reinfühlte und diese Klarheit auch haben wollte, ja, umso mehr habe ich erkannt, ja, das ist nicht neu. Überhaupt nicht. Ja, nicht schön. Ich weiß, nicht schön, aber nötig. Alle müssen an diesem Punkt landen. Ich mache diese Beratungen wirklich jetzt schon 12 Jahre. Also wirklich so gut wie von Anfang an bin ich angerufen worden. Am Anfang meistens von Frauen, später auch von Männern, die in diesem Prozess drinsteckten und nicht weiterkamen und wollten Unterstützung haben. Und ich kann euch eines sagen, alle. Wirklich alle, 100% alle, da gibt es keine Ausnahme, alle ihr müsst an diesen Punkt kommen, dass euch etwas klar wird, dass dieser Hormoncocktail diese rosarote Brille entfernt. Ja, und dich dann plötzlich ganz klar den Schrott sehen lässt, diesen Unrat, diesen Mist, diesen Shit, diesen Kack, diesen. Ja, ich weiß, nicht schön, aber wahr. Ich meine, ich bin dafür bekannt, Videos zu machen, die auf den Punkt kommen, die klar sind, die allerdings nicht bequem sind. Ja, ich kann es nicht bequem machen. Ich kann diese Wahrheit nicht in bequemen Happen verpacken, weil es ist nicht bequem. Diese Aufgabe ist nicht bequem. Es ist hammerhart, sich dessen bewusst zu werden, dass du dir etwas selbst vorgemacht hast, eine Art Scheuklappendenken jahrelang vielleicht sogar aufrecht gehalten hast. Das plötzlich über Nacht dir entrissen wurde. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe dir die Hand drauf. Jetzt kannst du was verändern. Jetzt haben wir die Chance. Denn hätte ich das, was ich immer dann sage, auch klar sage, und ich habe es oft auch schon Wochen vorher gesagt, dass da nicht alles gut läuft, aber der Verstand von meinem Gegenüber am Telefon. Na, no, das kann nicht sein, Helga. Na, no, nee, nee, nee. Also, das, nee, ich fühle was ganz anderes. Mein Herz spricht völlig andere Worte. Ich sage, ja, dein Herz spricht. Ich verstehe, dein Verstand spricht auch andere Worte. Allerdings im Kartenbild liegt es schon so nicht mehr so ganz so optimal drin. Ja, und dann wird es halt doch noch ein bisschen rausgezögert. Ich meine, alles gut. Ich habe nichts dagegen. Es ist, wie es ist. Es geschieht dann, wenn es geschehen soll und nicht vorher und nicht hinterher und genau dann ist es immer unangenehm. Es ist einfach Kack. Sprechen wir doch mal, wie es ist. Allerdings, es ist dieser Zeitpunkt, an dem du die Chance hast, endlich zu erkennen, was du mit dir hast machen lassen, die ganzen Jahre, nicht nur mit diesem Seelengefährten, diesem Herzensmenschen, nein, auch in den anderen Beziehungen davor und da und da und da und da und da. In Geschäftsbeziehungen, Arbeitskollegen, Freunden, ach, keine Ahnung mit wem. Mit vielen wirst du das Gleiche erlebt haben. Allerdings vermutlich nicht so in dieser Intensität. Und dadurch konntest du sehr gut verdrängen und wegschicken, hinter dir lassen. Allerdings, es war immer ein Schmerzpunkt, der schon in dir geschlummert hat und der immer schon sein Unwesen getrieben hat in dir. Hat es garantiert. Es ist nämlich ein Muster aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit. Eine Struktur, die dir übergestülpt wurde durch die Erziehung, die Erfahrungen. Du hast etwas erlebt, du hast daraus etwas kreiert, du hast daraus ein Glaubensmuster, ein Gedanke gemacht, ein Verhalten,
Deine Eltern haben dich so haben wollen und nicht anders. Ja, und dann hat eben eins zum anderen geführt und haben dich dahin geführt, wo du heute halt bist. In dieser Beziehung, in dieser Arbeit, in diesem Leben, in diesem Fühlen und an diesem Punkt, wo du jetzt bist. Und du total fertig bist und nicht weißt, wie dir geschieht. Und nun sag ja nur herzlichen Glückwunsch. Das versteht der Verstand gleich gar nicht. Nicht jetzt. Er wird es verstehen. Denn jetzt, jetzt endlich hast du diese Chance, genauer hinzuschauen, hinzufühlen und zu erkennen, was du mit dir machst oder mit dir hast machen lassen. Und du kannst entscheiden. Ja, jetzt kannst du entscheiden. Vorher konntest du nicht entscheiden. Da warst du gefangen in diesem Muster, es zu verdrängen, schön zu reden. Ah ja, alles wunderbar, Telepathie, Liebe. Und nun wurde dir das genommen. Im Grunde wurde dir einfach nur das Nicht-Hinschauen genommen, das Nicht-Hinschauen-Wollen genommen, das dir Schönreden wurde dir genommen. Im Grunde ist alles wie immer. Dein Seelenpartner hat sich nicht verändert, die Seelenpartnerin ist keine andere. Na, 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 genau die gleiche. Nur du siehst es auf einmal klarer. Und das ist der Punkt, an dem ich mit dir, wenn du bereit bist, schnell eine Veränderung erzielen kann. Sehr schnell. Davor war es nur bedingt möglich. Jetzt ist alles möglich. Und ich liebe diesen Zeitpunkt, der bei dir aufploppt. Ich weiß, du liebst ihn nicht. Ich schon, denn ich weiß genau, jetzt haben wir die Chance. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommst du einen Riesenschritt aus diesem Kreislauf raus, der dich vielleicht schon jahrelang wie gefangen gehalten hat. Jetzt ist Zeit für Transformation. Denn das, was hinter Dualseelen, hinter dieser Seelenbeziehung steht, war ja immer schon Transformation. Veränderung. Erkenne, wer du wirklich bist. Erkenne, was du wirklich in diesem Leben noch erreichen willst. Und erkenne, warum du es bislang nicht erreichen konntest. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gerne für dich da. Melde dich gern bei mir, wenn du weiter willst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Ach ja, und noch eine kleine Bitte. 66% aller, die meine Videos anschauen regelmäßig, sind seltsamerweise nicht meine Abonnenten. Ich würde mich so freuen, also riesig freuen, wenn du heute sagst, die Videos von Helga tun mir gut, bringen mich weiter, ich abonniere sie und mach auch gerne unten ein Feedback rein in die Kommentare, denn das alles wird den Algorithmus so verändern, dass diese Videos einer größeren, ja, Menschen, ja, YouTube-Followerschaft gezeigt werden kann und ich dadurch sozusagen wirklich so einen Weckruf machen kann, weil das ist ja meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist seit vielen, vielen Jahren, und es ist eine Aufgabe, die ich nicht immer liebe, denn es ist nicht immer schön, so klar sein zu müssen in meinen Videos. Ich würde auch gerne lieber ein anderes schönes Video machen. Ah, alles wird gut, bleibt nur lang genug dran, alles wird gut. Ja, es kann ja alles gut werden, aber nicht, wenn du es dir schön redest. Da geht nichts voran, okay? Was danach kommt, ist wieder ein neues Video. Danach kann sich alles ändern. Doch wenn du diesen Punkt nicht erreichst, wo du genau nicht erreichst, wo du genau hinschaust, wird's anstrengend. Und leider habe ich so oft erlebt, dass dieser Punkt immer wieder rausgezögert wurde vom Verstand, von dem Menschen, der Angst davor hatte, sich das anzuschauen, was anzuschauen ist. Umso mehr freut es mich, wenn Menschen diesen Punkt erreichen und bereit sind, den Weg zu gehen. Von Herzen alles Liebe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Helga.